Moin liebe Leute, das Bundesteilhabegesetz. Meine Meinung dazu heute ungeschnitten in einer neuen Folge. Hashtag meine Meinung. Viel Spaß. Das Bundesteilhabegesetz. Ach, wie habe ich mich darüber aufgeregt? Es enthält eben einige Punkte, die gar nicht gehen. Du darfst als Behinderter nichts ansparen, zumindest nicht mehr als 2600 Euro, wenn du Pflege in Anspruch nimmst. Du darfst nicht in den eigenen vier Wänden wohnen, außer es ist billiger als ein Heimplatz. Und du darfst nicht, wenn du zum Beispiel blind bist, eine Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen oder überhaupt anfragen. Und es gibt Unterschiede in der Pflege, denn es gibt eine Eingliederungshilfe. Und es gibt eine Hilfe zur Pflege. Verbessert werden soll die Eingliederungshilfe. Das heißt, Leute, die in die Hilfe zur Pflege fallen, merken von den Verbesserungen eigentlich gar nichts, weil es nur die Eingliederungshilfe betrifft und nicht die Hilfe zur Pflege. Was soll der Scheiß? Ich kann es nicht verstehen, dass ein Gesetz entworfen worden ist, wo gesagt wird, wo eigentlich gesagt wird, dass Menschen ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, obwohl sie eingegliedert werden sollen. Das heißt, in Form von diesem Gesetzentwurf ist eigentlich Folgendes passiert. Deutschland sagt, wir wollen Inklusion machen. Wir machen aber das genaue Gegenteil, indem wir behinderte Menschen ausschließen, indem wir, und das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich eben schon gesagt habe, indem wir sagen, behinderte Menschen dürfen nicht mehr als 2600 Euro besitzen. Wenn sie mehr besitzen, müssen sie das Geld abgeben. Heißt im Klartext, beispielsweise, man kriegt ein Haus vererbt, dessen Wert 25.000 Euro beträgt. Dann muss man diese 25 Euro bis auf 2.600 Euro abgeben, weil man Pflege in Anspruch nimmt. Sei es Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe. Man kann sich kein Auto leisten, man kann sich keine Wohnung leisten, man kann mit dem Partner nicht zusammen wohnen, weil der Partner die ganze Pflege bezahlen muss. Und das bis zu dem Punkt, an dem er selber weniger als 25.000 Euro besitzt. Die Eltern dürfen dir auch nicht helfen, weil du darfst ja nicht mehr als 2.600 Euro besitzen. Ob du nun Unterstützung von den Eltern bekommst oder nicht. Behinderte, die ehrenamtlich arbeiten wollen, bekommen auch keine Unterstützung. Die können höchstens Freunde oder Nachbarn fragen, kriegen aber keine Unterstützung vom Staat oder keine Rückendeckung. Das sind nur einzelne Punkte, wo ich mir denke, was denkt man sich bei sowas, bei so einem Entwurf? Mit welchem Grund wird gesagt, wir machen dieses Gesetz? Denkt man ernsthaft, man macht behinderten Menschen das Leben damit leichter? Das Schlimmste ist ja, behinderte Menschen sind ja nicht dumm. Aber es wird ja so getan. Meiner Meinung nach. Weil es wird gesagt, ja, ein Behinderter kann so viel arbeiten, wie er will. Belohnt wurde dafür nicht. Weil das Einzige, was er machen muss, ist hinblättern. Nämlich sein selbstverdientes Geld. Sein Geld, was er verdient in seiner Arbeit. Das heißt, so viel wie er arbeitet, interessiert die anderen wahrscheinlich einen Dreck, weil sie sagen, er muss ja eh so viel abgeben. Der darf ja nur 2600 Euro besitzen. Du darfst auch als Blinde ja keine Eingangshilfe in Anspruch nehmen. Warum auch immer. Eine Blinde kann noch
kann vielleicht noch besser als meinetwegen Rechtsanwältin arbeiten, als ein normaler Mensch. Warum wird denn immer gesagt, Behinderte sind schlechter oder Behinderte sind andere Menschen? Sie brauchen eben nur Hilfe. Und diese Hilfe wird uns zwar gegeben, aber dann wird gesagt, ja, wenn ihr Hilfe annimmt, dann müsst ihr aber auch Abstriche in anderen Sachen machen. In anderen Dingen machen. Geht gar nicht. Und ich habe mich nur kurz darüber aufgeregt. Ich könnte mich noch minutenlang weiter darüber aufregen. Mache ich aber nicht. Ich frage euch, was ist eure Meinung zum Bundesteilhabegesetz? Was sagt ihr dazu? Eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Das war's mit dem Video zum Bundesteilhabegesetz. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Ich muss immer wieder dran denken, was das für ein Scheißgesetz ist. Ich bin übrigens auch einer der Leute, der sagt, oder die sagen, nicht mein Gesetz. Das Gesetz geht gar nicht, meiner Meinung nach. Habt ihr auch jetzt erfahren in diesem Video, wie meine Meinung darüber ist. Wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare. Und zu dem Verein, den wir gründen wollen, mein Freund und ich, gibt es auch noch zu sagen, wir brauchen einen größeren Unterstützer. Das heißt, prominentergale, also einen Prominenten, einen größeren YouTuber. Wir brauchen einen großen, eine große Person, die uns immer unterstützt. Wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir keine Reichweite und dann können wir damit nichts anfangen. Weil auch wir brauchen dabei Unterstützung. Und die kriegen wir gerade nicht, außer von euch Abonnenten. Aber das bringt uns eben nichts. Gut, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.